Okay. Ja, hallo zusammen. Ich erzähle euch heute irgendwie mal was darüber, wie man automatisiert Trainingsinfrastruktur generieren kann. Wer bin ich und warum bin ich der Meinung, dass ich darüber irgendwie was weiß? Ich bin Penny Lane. Die meisten kennen mich als Penny. Ich bin irgendwie 2010 im Studium dem CCC zugelaufen, seitdem Linux-User, seit einigen Jahren jetzt System- und Network-Operator. Ich arbeite bei der ENW, die NRA-Netzwerke, das ist ein kleiner IT-Security-Dienstleister. Ich arbeite seit 2015 relativ rege mit Ansible und habe jetzt in der Vergangenheit mehrfach Ansible-Workshop gehalten und brauchte dafür Trainingsinfrastruktur. Und weil ich eine inhärent faule Person bin, habe ich mir das gleich von Anfang an wegautomatisiert, damit ich es nicht mehr als einmal machen muss. Erstmal so ein bisschen kurz über das generelle Problem und dann mal so ein bisschen, wie bin ich da rangegangen, was habe ich gemacht, was habe ich von der Netzwerkseite her gemacht und von der Virtualisierungsseite her. Ja, wie gebe ich dann meinen Trainees Übungen und so weiter und was habe ich dann noch gemacht, damit es ein bisschen stabiler und schneller läuft. So. Angenommen, ihr wollt irgendwie einen Workshop, eine Schulung oder ähnliches halten über irgendein IT-Thema. Dann wollt ihr irgendwie, dass Leute sinnvoll Dinge machen können, Hands-on-Workshop-Aufgaben bearbeiten. Und jetzt habt ihr aber das Problem, ihr wisst nicht, wer da kommt. Sind das irgendwie Windows-User? Haben die irgendwie Mac? Haben die Linux? Haben die Mint? Haben die Gentoo? Können die sich ein Telnet kompilieren? Man weiß es ja nicht so genau vorher, ne? Und dann denkt man sich, na gut, bevor ich jetzt irgendwie verschiedene User-Setups debugge, in meinem Fall jetzt irgendwie das Ansible-Environment von den Leuten auf den verschiedenen Systemen, welche Version haben die und so weiter, gebe ich denen einfach VM-Images, dann können sie darauf arbeiten. Ja, gut, ich meine, man gibt jetzt so heutzutage bei so einem Training jedem einen USB-Stick und dann denkt man sich, ach, packe ich die Images doch einfach da drauf und dann können die sie bei sich anwerfen und dann können wir arbeiten. Ja, gut. So, jetzt haben aber Leute irgendwie per Firmen-GPO auf ihren Windows-Rechner nicht die Möglichkeit, USB-Sticks zu mounten, oder Leute haben halt irgendwie das Problem, dass sie nicht wissen, was ein Hypervisor ist, oder noch schlimmer, sie benutzen VirtualBox. Also, was mache ich? Gut, habe ich gedacht, man könnte ja in die Cloud tun. Gibt ja Leute, die machen das für einen, kann man in die AWS packen oder so, dann muss man nur irgendwie Internet haben und dann können die da irgendwie alle drauf arbeiten. Soweit die Theorie. Jetzt denk mal aber kurz drüber nach. Naja, irgendwie potenziell bin ich für einen Schulungsanbieter unterwegs, bin in irgendeinem Hotel. Was hat denn das Hotel irgendwie für einen Internet-Uplink? Ist der irgendwie teuer? Hat der Schulungsanbieter den mitgekauft oder ist der einfach crappy und funktioniert nicht? Habe ich dann irgendwie mitten im Kurs das Problem, dass die Leute keine Aufgaben mehr machen können, weil der Upstream wackelt und dann muss man irgendwie 48 Stunden auf den Hotel-IT-Dienstleister warten? Ja, blöd. Also habe ich gedacht, ich hätte gerne irgendwie meine Cloud zum Mitnehmen. Also mache ich das doch einfach selber. Und bring dann irgendwie meine virtualisierte Infrastruktur mit, stell die da auf den Tisch und dann habe ich Ruhe. Okay, also, was hätte ich gerne von meinem Setup gehabt? Also, ich will irgendwie VMs generieren. Möglichst einfach, möglichst schnell, möglichst auf Knopfdruck. Ich möchte dem Ding irgendwie eigentlich nur sagen, wie viele Leute habe ich in meinem Kurs und wie viele VMs braucht jeder drauf. Daraus ergibt sich eine Gesamtzahl an VMs. Vielleicht brauche ich noch eine für die Demo. Und dann möchte ich irgendwie, dass das automatisiert aus der Luft funktioniert. Was möchte ich noch? Ich möchte irgendwie vermeiden, dass die Leute. Oh, ich habe. Was war das jetzt nochmal für eine IP? Verdammt, ich habe mich vertippt. Jetzt habe ich auf der Kiste von dem anderen gearbeitet. Blöd. Ja, das heißt, man möchte irgendwie, dass sie sich nicht ins Gehege kommen, dass sie so ein bisschen voneinander abgetrennt sind. Ich möchte aber auf alle draufkommen, dass wenn einer Probleme hat, ich debuggen kann. Und dann möchte ich vielleicht während des Kurses Dinge installieren oder die Leute sollen halt mal was ergoogeln und das dann ausprobieren. Das heißt, Internet Access brauche ich irgendwie schon, aber ich will, dass es verschmerzbar ist, wenn der halt irgendwie wegbröselt. Also nehme ich mir irgendwie eine Kiste, setze die auf. Ich bin Debianer, also habe ich dann Debian draufgetan.
Und dann brauche ich irgendwie was, was mir die VM spawnt. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich Docker mache, weil wäre ja in so einem Lightwire-Setup relativ nett irgendwie. Kann ja nichts passieren, ist ja eh nur Training, dafür könnte man auch das nehmen. Hab mich dann aber, wie man so häufig macht, entschieden für, was kann ich am besten, KVM. Da habe ich jetzt die Möglichkeiten, entweder ich installiere mir die VMs oder ich oder ich kopiere mir fertige Images. Beides vollständig machbar. Habe ich beides auch mit dem Setup schon gemacht. Erzähle ich dann später nochmal was drüber. Okay, jetzt will ich das aber automatisiert haben. Womit mache ich das? Gut, ich kann es mit Bash machen, aber da muss ich ja irgendwie dem Kram sagen, was es tun soll. Ich kann es auch einfach mit Ansible machen, weil da sage ich, mach mir eine VM und dann ist mir egal, wie der da hinkommt. Das mag ich an Ansible ganz gerne. Deswegen habe ich das Problem in Ansible gelöst. Und zwar gleich den ganzen Hypervisor-Setup in Ansible, weil potenziell will nicht nur ich das nutzen, sondern Kollegen halten auch Schulungen. Dann können die sich einen Laptop aus dem Schrank reißen für, ich brauche mal 10 VMs. Wir müssen da einfach nur irgendein Linux drauf installieren, bei dem irgendwie die Pakete KVM heißen und schmeißen das Ding da drauf und dann läuft das. Und man will es ja auch nach dem Workshop immer wieder ordentlich platt machen. Also gleich ab dem Installer für den Hypervisor komplett durchautomatisiert. Das ganze Netzwerk-Setup, ich brauche ja Bridges, auf denen die VMs leben und so weiter, mit Ansible automatisiert. Das Starten und Stoppen der VMs mit Ansible automatisiert. Wenn ich die Images nicht kopiere, sondern installiere, wie ich es jetzt in meinem Fall getan habe, damit ich immer Latest Greatest Pakete habe, habe ich das mit einem gepreseedeten Installer gemacht, habe da erst Debian genommen und dann irgendwie mir vom Kollegen ins Gewissen reden lassen, dass die Leute davor Angst haben und es nicht kennen. Ubuntu kennen sie und dann nehmen wir Ubuntu. Gut, funktioniert genauso, ist mir egal. Kann dann die VMs und die Netzwerke mit Ansible genauso gut wieder aufräumen, wenn der Kurs vorbei ist und die ganze Kiste wieder platt machen. So. Wie habe ich das gemacht? Ich gehe jetzt erstmal auf einzelne Snippets ein. Ich gehe jetzt nicht groß auf Details von Ansible oder ähnlichem ein. Ich habe relativ viel Zeit für Q&A eingeplant. Wenn ihr da Details zu haben wollt, dann bitte später. Ich gehe da einfach mal einen kurzen Abriss drüber. Wie habe ich das gemacht? Ich habe in meinem Hosts-File einfach die VMs definiert, gesagt, irgendwie jeder User hat eine ID von 1 bis 99 und jede VM hat eine ID von 1 bis 99. Gehe also hin und sage, User 01, VM01, User 01, VM02, User 02, VM01 und so weiter. Nehme mir die KVM-Virt-Module für Ansible, sage, leg mir den Host an mit einem Template XML, mit dem man eben KVM-VMs beschreiben kann. Brauche jetzt in dem Fall, wo ich den Installer benutze, das Ganze zweimal. Einmal First Boot, wo er in den Installer bootet und dann danach nochmal, wenn er das Disk-Image bootet, muss ich sie neu definieren. Aber auch das ist relativ einfach. So, wie sieht so eine KVM-VM-Definition aus? Wie habe ich das gemacht? Ich sage einfach, gib mir den Hostnamen als Variable rein. Das Ding hat irgendwie ein Gigramm und eine CPU. Und dann schiebe ich ihm einfach tatsächlich meinen Installer-Kernel und eine Init-RD, wo mein Preseed drin läuft, drin liegt, unter. Und das ist so das meiste. Dann, gut, ein bisschen braucht er irgendwie noch Meta-Stuff, den habe ich rausgelassen. Maßgeblich wichtig ist, ich habe jetzt in meinem Fall einfach RAW LVMs angelegt für die Guests. Die habe ich jeweils mit den Hostnamen benannt. Geht 1:1 genauso mit QKO2 Images oder ähnlichem. Ich definiere sie alle mit den Hostnamen durch. Die heißen alle gleich, ist mir vollkommen egal. Und beim Netzwerk kommt dann der eigentliche Trick. Ich habe die zweistelligen IDs von 01 bis 99. Muss noch ein bisschen aufpassen, dass die zweistellig sind und schiebt dann tatsächlich einfach in die MAC-Adresse mit dem vorderen Block vom libvirt, die er beim Würfeln anlegt, nehme ich dann hinten einfach die User-ID und die VM-ID als die letzten zwei Segmente der MAC-Adresse. Damit habe ich voraussagbare MAC-Adressen, damit kriege ich logischerweise auch voraussagbare IPv6-Adressen und damit habe ich die MAC-Adressen, die ich an dem Format einfach in eine DHCP-Config einspeisen kann und Static Leases vergeben kann.
Dann habe ich die Bridges noch. Jeder User kriegt ein eigenes Bridge-Interface, in dem die VMs dann landen. Auch einfach mit der User-ID. Und kann dann daraus einfach irgendwie mein Zeug zusammenklöppeln im Netzwerk hinterher. Wie habe ich das mit dem Preceded Installer gemacht? Wer Debian Preceding kennt, sieht, dass es irgendwie Standard ist. Wer es nicht kennt, eigentlich mache ich nichts anderes, als dem Installer die Fragen, die er mir stellen würde, zu beantworten. Das heißt, ich sage ihm irgendwie, mach US-Layout, mach irgendwie, nimm dein Hostname und deine Domain aus dem DHCP. Und wenn du sie nicht findest, dann setz halt irgendwie einen Platzhalter ein. Dann habe ich tatsächlich noch einen eigenen, da gehe ich gleich nochmal einen eigenen Paketmirror bzw. eigenen Aprox-Cache aufgesetzt, damit das Installieren schneller wird. Die Dinger kriegen irgendwie Username, Default und Passwort insecure, weil es ist eine Schulung, meine Güte. Aber auch das könnte man jetzt natürlich mit komplizierteren Dingen reintemplaten, wenn man wollte. So, da muss ich ihm irgendwie noch einen Timezone setzen und da sage ich ihm, hier, guck mal, du hast da irgendwie 20 Gigabyte auf der Platte, mach da mal irgendwie einen Slash draus und sei ruhig. So. Dann, das, was ich gemacht habe, installiere die VM. Dazu habe ich mir sowohl, also das gleiche mit dem Kernel und der InitRD, einfach gesagt, kopiere mir mal meine InitRD dahin. Dazu habe ich mir die InitRD vom aktuellen NetInstaller genommen, ausgepackt, Preseed mit reingepackt, wieder zugemacht, fertig. Wenn man jetzt sagt, ist jetzt nicht so meins und ich brauche nicht Latest Greatest und so, ich mache einfach irgendwie per Hand in meine VirtualBox irgendwie ein Image und schiebe das dahin und kopiere mir das. Ist ja egal, was ich kopiere, dann sage ich ihm halt, okay, copy mir das Default-Image anstatt die InitRD. Dann spare ich mir potenziell auch noch den Schritt mit, ich muss das Ding zweimal definieren, in dem XML einmal für einen Installer und einmal für normalen Boot. So mache ich es für die Schulung, so habe ich es gemacht für Packet Wars CTF mit, wir haben da ein Image mit Rätseln und das sollen mal Leute ownen und wir müssen das kopieren und dann mache ich es halt so. Sind halt irgendwie 3 Zeilen Unterschied in dem ganzen Ansible. So, jetzt möchte ich die Dinger online kriegen. Eigentlich habe ich nicht Lust anzufangen, auf die VMs draufzugehen und denen statische Netzwerkkonfigurationen zu machen, gerade nicht bei der Installation oder so. Also hätte ich gerne, weil ich will sie ja wiederfinden, Static DHCP Leases, sag irgendwie hier, hallo Host, ich habe ja die vorhersagbare MAC-Adresse generiert. Die mappe ich quasi 1:1 auf eine IP-Adresse. Die Dinger kriegen irgendwie von mir 10:10, dann User-ID von 1 bis 99 und dann 101, 102 bis 199 im hinteren Segment. Damit weiß ich, welche VM wo ist. Ich habe jetzt hier die eigentliche Syntax für die Folie ein bisschen eingekürzt. Das muss man, wie in dem XML gesehen, ein bisschen mit formatieren wir das auf 2 Stellen und so Magie machen. Deswegen, die roten sind jetzt nur Platzhalter, das ist nicht die eigentliche Syntax, aber ich denke, das könnt ihr irgendwie raus extrapolieren. Und setzt ihm halt noch den Hostnamen, weil den habe ich ja auch keine Lust, irgendwie hinterher nochmal zu konfigurieren, wenn ich den per DHCP setzen kann. So, die Bridge-Interfaces. Um jetzt für die einzelnen Teilnehmer gesonderte Layer-2-Netze zu erzeugen, sind auch relativ einfach definiert. Ich sage Bridge-Name, iteriere über die Bridges, die ich gekriegt habe, jeweils mit den IDs. Sage ich, hallo hier, du bist der Router, nimm dir mal die 1 und dann Bridge-Porte mal irgendwie auf was auch immer ich da gerade habe. Wenn ich jetzt irgendwie zu Hause im Büro bin, im Schulungsraum, dann fange ich irgendwie bei 800 an zu zählen. Wenn ich auf einer Konferenz bin, kriege ich vielleicht 150 bis 170 oder so. Kann ihm also ein Offset mitgeben und sage, addier mir irgendwie mal deine User-ID auf dein WLAN-Offset. Und dann habe ich eigentlich nur als Bedarf, wenn ich in einem größeren Netz bin, ich muss irgendwie einen Anfangszahl wissen. Und dann irgendwie Anzahl der User plus den Trainer zusammenhängende WLANs haben.
wenn ich mit meinem Setup alleine irgendwo in ein Hotel fahre, ist es mir logischerweise egal, da nehme ich mir einfach irgendwas. So, gut, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir irgendwie die VMs auf Bridges. Ja, jetzt wollen wir die Dinger noch irgendwie online kriegen. Also, die haben ja irgendwie IPs gekriegt und die sind jetzt irgendwie auf ihren Bridges. Brauchen wir noch ein bisschen IP-Tables regeln? Brauchen wir noch ein paar IP-Tables regeln, damit sie sich nicht ins Gehege kommen und nicht so mal eben über das Gateway-Grad hoppen. Das ist jetzt nicht wasserdicht, aber es funktioniert, ne? Das könnte man vielleicht auch noch ein bisschen hübscher machen. Aber im Endeffekt sage ich, du darfst halt irgendwie mit dem Hypervisor sprechen, weil da liegen irgendwie mein Git mit den Exercises, gehe ich gleich drauf ein, und mein Paket-Cache und sowas. Du darfst halt irgendwie mit dir selber reden und den anderen VMs auf der Bridge, weil so ein User hat dann irgendwie 3, 4, 5 VMs, die müssen untereinander kommunizieren. Und du darfst halt irgendwie nach draußen ins Internet. So. Und dann, übrigens, mach mal NAT. So. Gut, jetzt hätte ich gerne irgendwie, dass meine Trainees auch auf die VMs draufkommen und auch ins Internet, so im Optimalfall. Und ja, gut, dafür lege ich halt in meiner DHCP-Config dann einfach nochmal zusätzlich Netze an unter dem User von 10 bis 20, sollte ja nur einer sein, also werden 10 IPs für den schon reichen. Und sag dem, geh mal bitte hier über den Hypervisor als Router. Und dann können die sich halt, ja, anstecken, gucken wir gleich mal wohin, und kriegen dann ihr DHCP-Netz. Dann kann ich sagen, guck mal, was für eine IP ihr gekriegt habt. Im dritten Segment steht eure User-IP. Wenn ich noch besonders gute Laune habe, dann gehe ich vorher hin und klebe die Kabel alle fest und schreibe auf das Gaffer eine Zahl von 1 bis Anzahl Trainings. Dann wissen sie, welche Nummer sie haben, und kann dann sagen, hier, das ist übrigens euer Netz. Viel Spaß. So. Das Ganze sieht dann so aus, nochmal zusammengefasst. Ich habe die VMs, die sind irgendwie auf einer 10.10, kann man logischerweise durch irgendwas anderes ersetzen, je nachdem, wenn man irgendwie Constraints hat, dass da in der Variante jetzt hard configured Scope ist, halt das irgendwie voll über Variablen configurable zu machen. Ja, sagt da einfach irgendwie von 101 bis 199 sind irgendwie die VMs, von 10 bis 20 oder 10 bis 100 oder was auch immer sind irgendwie meine Trainees, je nachdem wie groß mein Netz ist, habe die sowohl auf Layer 2 als auch auf Layer 3 leidlich isoliert. Habe ein Outbound-Interface für die Trainees und VMs für ins Internet und habe halt ein Inbound-Interface, sodass die Trainees an die VMs kommen. So, in dem Fall, wie wir es hier gemacht haben, benutzen tatsächlich die Trainees und die VMs den Hypervisor selber als Router. Das haben wir aber auch schon mit einem externen Router gemacht. Also dann gibt man ihm halt überall die 2 und dann funktioniert es halt tatsächlich genauso. Also man ist halt nicht auf dieses Setup von meinem Hypervisor-Router angewiesen. Es ist halt nur tatsächlich einfach für, ich bin irgendwo und habe irgendwie eine Dose und nehme mir eine IP aus Dollar, Hotel oder Konferenznetz und natte darüber ins normale Netz und alles andere ist mir egal. Ist es halt tatsächlich die entspannteste Variante, die wir gefunden haben. So, und das Ganze sieht dann irgendwie so aus. Ich habe da noch einen Switch mitgebracht. Auf den Switch mappe ich dann irgendwie die Interfaces, beziehungsweise die WLANs, sodass dann jeder, der sich ansteckt, da fällt dann irgendwie das passende Netz raus und die sind dann irgendwie damit glücklich. Und ja, dafür brauche ich halt einfach, ne, werf dann halt da einen Trunk raus, der kommt auf dem Switch an und dann habe ich halt irgendwie einen Trainer-Port. Da fällt mir dann immer die 0 raus. Also ich habe jetzt die Trainees angefangen mit 1 zu zählen. Es gibt quasi alle diese Netze noch einmal mit der 0 und das ist das Trainer-Netz. So, und aus dem Trainer-Netz komme ich dann halt per IP-Tables-Regeln in alle anderen Netze. Aber die Trainees halt nicht zu mir und ich selber habe auch irgendwie Internet und habe irgendwie alles, was ich brauche. Soweit also ganz entspannte Lösung.
So, jetzt habe ich noch ein weiteres Problem, und zwar, ich habe ja irgendwie einen Hands-on-Workshop. Jetzt wollen meine Teilnehmer natürlich auch noch Aufgaben haben. So. Also, na gut, also ich will jetzt irgendwie, dass die Leute die Aufgaben dann kriegen, wenn ich sie stelle. Und weil sonst hast du immer einen, der sitzt dann da und macht schon mal alle Aufgaben und hört dir nicht zu. Ja, was machst du? Ja, machst du Git. Weil ich kann halt die Exercise dann pushen, wenn ich sie brauche. Den Leuten irgendwie zu sagen, gebt mal auf eurer VM die zwei Worte Git Pull ein, ist gerade noch so im Scope für irgendwelche Leute, die sich vielleicht einfach weniger auskennen und deswegen eine Schulung halten. Denen kannst du sagen, gib mal zwei Wörter ein und dann sei glücklich. Dafür brauche ich nicht erst eine Git-Schulung halten. Und im Zweifelsfall habe ich auch noch einen Ansible, der mir auf alle VMs connectet und überall einen Git-Pull ausführt, wenn die tatsächlich irgendwie die Schulung so low-levelig ist oder die Leute so low-levelig, dass halt irgendwie selbst Git-Pull überfordert. So. Genau, darüber habe ich dann einfach, dazu habe ich eine 10.0.0.1 auf dem Hypervisor konfiguriert, könnte aber auch jede andere IP sein. Ich war halt einfach nur faul, ich wollte das Preseed-File nicht mehr als einmal erstellen und packen. Also habe ich halt eine einheitliche IP auf einem Management-Interface angelegt. Da läuft dann irgendwie das Git drauf, weil dann muss ich halt das nicht templaten. So, ja, ist damit nicht die sicherste Variante, weil es kommen wieder am Ende alle bei einer IP raus. Aber es funktioniert halt. Es ist ja in dem Fall tatsächlich nur deppensicher und nicht wasserdicht. Dementsprechend können die halt einfach ihr Git pullen. Ich kann halt auch dann einfach hingehen und sagen, ich push mal meine Lösungen dazu. Also leg halt irgendwie immer die Solution nebendran, wenn ich die, also für die vorhergegangene Aufgabe, wenn ich quasi in die nächste Aufgabe pushe oder so, kann irgendwie sinnvoll Zwischenlösungen nachschieben. Wenn halt doch mal irgendwie noch ein Fehler auftaucht, dann kann ich den gleich für alle fixen. Ist also tatsächlich irgendwie meiner Meinung nach eigentlich eine ganz elegante Lösung. Ja, und da sie eh alle an dem Hypervisor dran sind, können sie halt den einfach auch für Git nehmen. Und wenn sie wollen, können sie halt tatsächlich einfach dann das Git noch lokal auf ihre Rechner klonen. Wenn sie jetzt irgendwie sagen, sie wollen die Aufgaben oder die Lösungen mitnehmen oder so an die IP kommen, sie auch von den Trainernetzen dran. Wer in der Lage ist, einen Git-Clone zu machen, kann das machen. Ja. So, was mache ich jetzt, wenn einer meiner Trainees irgendwie seine VMs kaputt spielt? Ist mir doch egal. Ja, kann ich entweder irgendwie recovern, also wenn ich Images genommen habe, dann kann ich einfach das Ding wieder drüber kopieren. Oder, also ich habe jetzt in dem Fall habe ich einfach die Trennung, ich kreiere VMs und dann muss ich sie starten. Und das sind halt für mich absichtlich zwei Schritte, weil ich möchte das irgendwie am Freitag in der Firma alles installieren und dann mache ich den, dann fahren die alle runter nach der Installation und dann mache ich den Server aus und dann lege ich ihn im Kofferraum und montags komme ich irgendwie im Schulungshotel an, mache den Kofferraum auf, mache Strom an den Server und sage so, jetzt starte mir mal alle. In der Variante mit dem Installer ist es nun so, dass wenn ich sage create, er alle VMs anlegt, die gerade nicht laufen. Das heißt, ich schieße einfach die VM, die gerade kaputt ist, an, ab, lass die Create-Rolle laufen und die, die nicht läuft, wird automatisch neu angelegt. So, also auf die eine oder andere Art und Weise. Entweder ich drehe einen Snapshot zurück, ich erzeuge das Ding neu. Die Möglichkeiten sind vielfältig pro gewählter ursprünglicher Lösung. So, und jetzt wird es erstmal spannend. Ich habe für ein Workshop, der konzipiert war für 16 Teilnehmer und drei VMs pro Teilnehmer plus Trainer sind wir damit bei 51 VMs und einem Hypervisor von 64 Gigramm. Jetzt versuche ich da 51 Systeme parallel zu installieren. Das performt nicht. Ich habe aber, sagen wir mal,
gerade nichts rumliegen und bin mal wieder hinter der Deadline. Ich kann also nichts Größeres kaufen oder mal eben noch RAM bestellen. Oder ich habe halt einfach sowieso kein Geld und muss nehmen, was da ist. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, mit kleinem Gerät sinnvoll Effekt zu erzeugen. So, dann war das Erste, was ich gemacht habe, ich habe einen Aprox aufgesetzt, weil ich habe 50 Kisten, die laden die Pakete aus dem Internet runter, um den Kram zu installieren, die muss ich 50 Mal runterladen. Also Paket-Caching-Proxy auf dem Hypervisor installiert, den im Pre-Seed-File für alle als Mirror eingetragen, der lädt die genau einmal runter und danach kopiert er sie nur noch auf dem Hypervisor hin und her. Das logischerweise wesentlich schneller als irgendwie 51 parallele Download-Vorgänge über dieselbe Leitung. Ja, das hat dann auch den Unterschied gemacht, zwischen mir kommt der OOM-Killer die ganze Zeit vorbei und schießt mir ungefähr alles ab, was läuft, inklusive irgendwie den VMs halt selber. Oder es bleibt halt alles stehen und es läuft halt echt smooth so. Ja, das dauert halt einen Moment, aber es läuft halt so. Und das dauerte mir aber immer noch zu lange, weil ich bin so ein wahnsinnig geduldiger Mensch. Und wenn das irgendwie 4 Stunden dauert, irgendwie 50 VMs zu installieren, dann finde ich das irgendwie doof. Also habe ich irgendwie nicht Ruhe gegeben und noch mehr gemacht. Und dann dachte ich, ich habe da so 51 identische VMs auf 64 GB RAM. Wie spare ich mir RAM? Kernel Same Page Merging mag vielleicht irgendwie dem einen oder anderen Begriff sein. Wem das nicht ein Begriff ist, ich bin kein Kernel-Entwickler, nur ganz vereinfacht dargestellt. Was wir machen ist, wir legen identische Seiten im RAM aufeinander und machen quasi nur Copy on Write. So. Bei 51 identischen Maschinen im RAM ist das eine total gute Idee. Weil zwischen irgendwie, ich drücke mir meinen RAM zu und die Kiste langweilt sich, ist das halt ein signifikanter Unterschied. Also damit langweilt sich die Kiste halt echt. Er hat irgendwie gesagt, mach mal bei 50% der RAM-Auslastung KSM an und dann hatte ich irgendwie das Problem, ich muss es noch ein bisschen runterdrehen, weil es flappt so rum, weil wenn ich es anmache, hat er noch so 30% RAM-Auslastung. Aber ja, das ist so ein Trick und zwar vermutlich egal, was man so benutzt an Hypervisor oder so. Also wenn man das mit einem VirtualBox macht oder so, geht das bestimmt auch. Und das ist total schlau und es ist so effizient. Und ich find's toll, weil es hat mir irgendwie einen Haufen Zeit gespart und einen Haufen Nerven und einen Haufen Diskussionen mit dem OOM-Killer. Scheduler setzen hat dann irgendwie die Zeit halbiert. Also IO-Scheduler Deadline setzen für die ganzen Write-Prozesse während der Installation von den Maschinen hat das Ganze irgendwie auf 2 Stunden statt 4 Stunden gedrückt. Und dann hätte ich eigentlich noch ganz gerne Write-Cache im Server enabled, aber der Controller war jetzt irgendwie der Meinung, dass er nur Read-Cachen kann und dann hatte ich auch irgendwie keine Lust mehr mit dem Ding zu diskutieren. Ja, aber also wenn man jetzt wirklich einen Server hat, den man mitträgt, dann sollte man noch Write-Cache anmachen und dann ist es vermutlich auch irgendwie nochmal eine Stunde weniger oder so, meine Vermutung, ohne es jetzt ausprobiert zu haben. Im Endeffekt war mir der Punkt dann relativ egal, weil ich dachte so, für Schulungen nimmst du dann sowieso teilweise auch eher mal einen Laptop mit als Hypervisor oder so. Der kann das eh nicht. Und habe mich dann irgendwie auf die trickreicheren Dinge konzentriert und das waren in dem Fall die VM-Settings selber. Dazu muss man wissen, dass KVM per Default in den VM-Settings, wenn man halt für die Disk nichts Entsprechendes setzt, halt irgendwie komische, mach mal irgendwie dein Write erst auf der VM und dann ist so das irgendwie an Hypervisor und dann macht der irgendwie was damit. Und ich habe gesagt, schick die Write-Kommandos einfach durch und gib Ruhe. Lohnt sich. Und einfach zu sagen, hier, du bist eine VM, deine Disk hat keinen Write-Cache, lass mich in Ruhe, ist auch eine total gute Idee. So. Gut, was haben wir irgendwie gemacht? Nicht viel und trotzdem haben wir irgendwie innerhalb von 2 Stunden 50 VMs hochgefahren. Wir haben ein Setup, was ich für 10 VMs auf dem Notebook benutzen kann und für 200 auf dem dicken Blech. Wir haben ein Setup, was
relativ fehlerverzeihend ist. Also wenn irgendwas kaputt geht, mache ich es halt nochmal. So, und wenn morgens was kaputt geht, wenn ich irgendwie die ersten 2 Stunden organisatorisches Blabla erzähle auf so einer Schulung, kann ich das auch einfach nochmal neu machen. Ich habe ein Setup, was in den Kofferraum passt. Ich habe ein Setup, wenn ich ein Notebook benutze, ein dickes, um irgendwie eine Schulung damit zu halten. Für, sagen wir mal, 10 Teilnehmer reicht's. Und dann habe ich irgendwie einen kleinen Switch, weil 12 Port reichen auch. Das passt in den Rucksack, damit kann ich sogar Bahn fahren. Mir ist es scheißegal, wenn das Hotel irgendwie Kack-Internet hat. Oder mir zwischendurch die Internet-Connection wegbricht, weil ich brauche nicht zwingend ausgehende Connectivity, um weiterarbeiten zu können. Und es ist einigermaßen sicher, dass die Leute sich nicht gegenseitig mit sehr wenig Aufwand irgendwie Dinge kaputt machen, weil sie aus Versehen irgendwie Unfug treiben. Hypervisor. Die Frage war, was Notebook HV bedeutet. Es geht um einen Hypervisor. Also wenn ich den Hypervisor auf ein Notebook tue, dann kann ich damit Zug fahren. Das ist die Aussage. So. Was fehlt jetzt noch? Wem es aufgefallen ist, vielleicht DNS. Das ist so der nächste Punkt auf der To-Do-Liste. Momentan muss ich den Trainees noch mitteilen, welche IPs sie haben und welche IPs ihre VMs haben. Das ist ein bisschen anstrengend. DNS muss ich da mal noch bauen. Hatte nur bis jetzt noch nicht die Zeit dazu. Also das kommt definitiv als nächstes. Und Full IPv6 Capability, ja, das. Also, ich meine, ne, das funktioniert jetzt auf V4 und das ist schön, aber wir haben halt nicht mehr 1990. Also, eigentlich wollen wir das auf V6 machen und der Aufwand hält sich halt auch an Grenzen, weil wir haben ja die MAC-Adressen vorgegeben, also können wir irgendwie mit Slark was Sinnvolles tun und finden unsere VMs hinterher wieder. Das heißt, das muss man einfach halt noch bauen. Genau, also der große Traum, der dahinter steht, ist halt so ein Training-to-Go-Koffer mit, ich klappe meinen Koffer auf, drücke ein Stromkabel da irgendwie in die Wand und dann drücke ich auf einen großen roten Knopf und dann geht's los. So, weil, also, ich meine, ich arbeite irgendwie in einer IT-Security-Firma, ich bin in der internen IT tätig, ich bin jemand, der baut sowas. Die anderen sind mehr so die Kinder, die irgendwie vorbeikommen, wenn man früher Jenga gespielt hat und die laufen mit zum Zimmer rein und drücken gegen den Turm und sagen hihi und laufen wieder raus. Ne? Das sind mehr so die Breaker. Die machen aber auch total viel sinnvolle Schulungstätigkeiten und so weiter. Das heißt, ich will irgendwie, dass Leute, die nicht Bilder sind vom Selbstverständnis und vom Kompetenzlevel her, das einfach verwenden können. Ich will denen das irgendwie mitgeben und sagen, hier hast du ein Notebook. Und irgendwie hier ist ein Zettel, da stehen 3 Befehle drauf, gib die ein und dann sei glücklich. Ja, das wäre so die Idealvorstellung, was da irgendwie noch rumkommen soll. Gut, das war es jetzt erstmal von meiner Einführung zu dem Thema. Ich kann gerne beliebige Dinge aus dem Ansible Code zeigen. Oder wie ich es gebaut habe, konkret, da würde ich jetzt gerne irgendwie auf eure Fragen und Wünsche Rücksicht nehmen. Haben wir ein Mikro? Wäre es oder würde es den Vorgang nicht sogar stark beschleunigen, mit Images zu arbeiten und danach nur noch mit diesen Copy-on-Write-Funktionen von KVM, dass man quasi ein Basis-Image hat und er nur noch bei den ganzen VMs die Änderungen jeweils zu dem Image abspeichert? Ja. Also ja, würde den Vorgang beschleunigen, definitiv. Gut, du hast halt initial relativ viel Latenz, um die Images zu kopieren, weil das dauert halt einen Moment. War jetzt tatsächlich in meinem Fall ein, ich brauche unbedingt Latest Greatest und wenn ich das in 2 Wochen mit demselben Image kopiere, dann ist doof. Aber wenn man das nicht braucht, ist es definitiv schneller, da Base Images zu kopieren. Das könnte man im Prinzip ja sogar kombinieren, dass man quasi nur das Base-Image neu baut mit Latest und Greatest und beim Spawnen der Clients jeweils nur wieder mit diesem Copy-on-Write die einfach als Kopie auf das neue Base-Image zeigen lässt. Das dann könnte geht auch das Zurücksetzen, ja. Ich sag mal mit, ich lösche einfach nur die Delta und lass sie neu erstellen. Ja, das könntest du. Also dazu bin ich tatsächlich nicht firm genug mit der Handlungsweise mit den Deltas. Ich weiß nur, dass wenn ich
ein Image neu installieren lasse und das dann kopiere, es halt auch nicht mehr schneller geworden ist, als wenn ich einfach alle neu installiere. Könnt ihr das irgendwie durchgeben? Da wollte ich noch kurz was hinzufügen, also was mir gerade eingefallen ist, wenn man jetzt LVM und Snapshots nutzen würde, also um ein Primärsystem aufzusetzen und dann nur die Snapshots an die verschiedenen VMs durchreicht, würde ja das Ganze erheblich beschleunigen, denke ich mal. Das ist ja effektiv genau dasselbe. Also ich meine, ich habe halt in einer Variante habe ich es installiert und in einer anderen Variante habe ich QCOR2-Images kopiert, weil ich ein fertiges Image hatte. Das kam aus einem VirtualBox und ich habe es passend konvertiert. Ob der jetzt QCOR2-Images kopierst oder das LVM-Snapshots hin und her kopieren lässt, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Das war das, was ich gesagt habe. Du kannst beliebig viele Varianten machen. Ja, der Gag ist ja, dass man LVM-Snapshots überhaupt nicht kopieren muss. Ja. Ja. True. Also ja, das wäre nochmal deutlich schneller. Dafür musst du halt nur eins haben. Das ist jetzt nicht so direkt irgendwie mit dem Thema, hat das was zu tun, ist auch keine Frage, sondern hast du schon mal was von Jam 5 gehört? Machst du hier gerade Werbung oder was wird das? Nö, aber das wird dich vielleicht interessieren. Mehr wollte ich nicht. Das ist ganz also, interessant. Nee, tatsächlich auch so nicht. Ein Virtual Reality. Das ist mein Thema. Nee, da kannst du quasi auch virtuelle Maschinen mehr oder weniger so QEMU-Style-mäßig, ne? Aber das geht halt bis rein in die Hardware, also bis in diese Mikro, ne? Also noch kleinteiliger als Assembler irgendwie. Mikrobefehle oder wie heißt das? Das kannst du da halt auch simulieren, so. Das ist ganz interessant. Das ist eher so, wenn du mal forschen willst. Das klingt spannend. Jam 5, GEM5. Danke für den Tipp. Ja, hallo erstmal. Danke für deinen Vortrag. Ich mache sowas Ähnliches am Institut für Informatik in Halle. Und dann wollte ich mal fragen, gibt es einen Grund, warum du dich für KVM und libvirt entschieden hast und dann nicht LXC oder LXD benutzt? Wie ich eingangs sagte, man könnte das Ganze sicherlich auch, und ich habe kurz mal darüber nachgedacht, das in Docker oder anderweitig in Containertechnologien zu lösen, könnte vermutlich schneller werden. War nur tatsächlich für mich so eine Alltagsprobleme. Ich habe irgendwie eine Woche Zeit, um das Zeug zu bauen. Also nehme ich am Ende die Technologie, mit der ich mich am besten auskenne und mit der ich mich am sichersten fühle. Das war an der Stelle KVM. Mit Docker hat es mich 2 Tage mehr gekostet, weil ich da mal ein bisschen was gemacht habe, so Grundlagenahnung habe. Mit LXC habe ich einfach noch nie gearbeitet. Aber der Aufwand, das da drauf umzubauen, was ich gemacht habe, von allem, was ich irgendwie über diese Technologien weiß, ist tatsächlich sehr, sehr gering. Also wenn ihr jetzt einen Docker-File hättest, da musst du halt effektiv 2 Files in dem ganzen Ansible irgendwie darauf anpassen und dann kannst du das Gleiche machen. Geht das? Ja. Ja, ich baue gerade was Ähnliches auf Arbeit. Quasi Secure-Coding-Schulung. Wir haben quasi ein Kali und ein DVWA. Wir machen das einfach mit Vagrant, dass wir einfach deployen die Base Images. Ich baue aber noch was Ähnliches und was ich brauche ist, ich hätte gerne Netze, die ich quasi geskriptet erstellen kann und wieder wegnehmen kann. Kannst du da was empfehlen? Das kommt drauf an, womit du arbeitest. Also ich habe jetzt das komplette Netzwerk-Setup mit Ansible und etc. Network Interfaces gebaut. Es kommt jetzt stark darauf an, arbeitest du mit Linux, arbeitest du mit BSD, wie willst du die Netze erstellen, wie dynamisch muss das Ganze sein? Also für mich war halt die, ich lege die Interfaces in der Konfiguration an und nehme sie Hochvariante ausreichend. Wenn du jetzt was stark Dynamisches haben willst, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, oder je nachdem, was du jetzt irgendwie an Netzwerkdingen machst, es gibt Möglichkeiten in QEMU zum Beispiel Cisco-Devices oder ähnliches zu emulieren als virtuelle Images. Das gibt es auch noch alles. Und über ein SysTimD Network, die kannst du gehen. Und ja, wir nutzen halt ESX. Bitte? Wir nutzen ESX als Hypervisor. Ja, dann kann ich dir leider nicht helfen, weil dafür habe ich kein Geld. Also geht bestimmt, aber ESX testen ist immer so teuer. Sollst du noch Fragen?
Vielleicht habe ich den. Ist das an? Vielleicht habe ich den Part gerade übersehen. und zwar, wie bekommst du die SSH-Keys von den ganzen VMs irgendwie in dein Ansible? Oder habe ich das irgendwie gerade. Wie funktioniert der Zugriff da? Also ich bekomme meine SSH-Keys in die VMs. Moment, jetzt gehe ich tatsächlich mal, also es ist irgendwie, ich zeige es mal ganz kurz, das ist irgendwie mein Ansible-Repo. Dem Ding gebe ich irgendwie mit Anzahl der User und noch ein bisschen Interfaces. Und euch irgendwie, welche Dinge du laufen lassen musst. Moment, ich habe hier. Also das ist tatsächlich das Preseeding, was ich mache in dem Fall. Hab ein Skript, das mir zusammen mit einer runtergeladenen InitRD von einem aktuellen Installer einen Ordner, bei mir heißt der DI Addons, für Debian Installer Addons, mit da rein lädt in die InitRD. Und da habe ich so ein kleines Skript, das kopiert mir irgendwie ResolveConf, Message of the Day, BashRC, WimRC, ScreenRC und dann halt irgendwie hier so nette Dinge wie einen SSH-Key für die Schulungs-VMs, dass sie auf den Hypervisor kommen mit den Git-Repos, eine Authorized Keys, damit ich da drauf komme. Bestimmt. Genau. Also, das läuft halt irgendwie in der letzten Stage des Installers und deployt mir halt zum einen in das Home von dem Schulungs-User irgendwie ein Keyset, das auf dem Git-Repo freigegeben ist und es deployt mir halt einfach in das Home-Verzeichnis von root eine Authorized Keys, wo halt dann mein Pub-Key drin liegt. Das ist so die Variante. Wen es interessiert, wer irgendwie viel Preseeding macht oder so, da gibt es hier so ein kleines, ach verdammt, das war der Link. Da gibt es hier so ein kleines Skript, was ich mal gebaut habe, zusammen mit einem Freund, das dir einfach tatsächlich auf die Frage Distro und Arch und Debian oder Ubuntu passend runterlädt, ein Linux-Image, eine InitRD, wenn du ihm kein Preseed mitgibst, beziehungsweise keins da in dem Folder liegt, dann legt er dir irgendwie ein Preseed an, wo automatisch SSH-Installer für Debian angemacht wird. Ansonsten holt er dir halt irgendwie die Images und macht dann irgendwie ein, mach mal CPIO mit dem Zeug, was ich hier habe und baue das Ding neu und fertig. Damit baue ich mir halt irgendwie mit jedem Preseed, was ich so rumliegen habe, mal eben eine neue InitRD, weil das meistens einfacher ist, als dann einzeln jeweils die Preseeds wieder per minus minus inject InitRD tralala flag, weil manche Tools können es wieder nicht und so. Und die ganzen Kernel-Parameter mitgeben ist gerne mal lästig, deswegen packe ich das einfach direkt rein. Die andere Variante ist, dass ich tatsächlich, weil so ein Ubuntu Latest Greatest nicht mit einem aktuellen Ansible kommt, sondern einem 2.3 und nicht einem 2.4, habe ich so eine Rolle. Die dann halt das Ansible updatet. Und da habe ich dann, komm, jetzt mach, habe ich ausgebaut, habe ich nur am Preseed. Da hatte ich ursprünglich mal das Keys Deployen drin. Aber inzwischen habe ich es im Preseed drin. Genau, und so sieht dann halt irgendwie mein Ansible-Repo dazu aus.
Ich habe halt Activation of VMs, Creation of VMs halt getrennt, weil, wie gesagt, ich muss das XML neu erzeugen, wenn ich sie installiere. Sobald ich kopiere, statt zu installieren, kann ich mir diesen Create-Schritt komplett sparen. Und kann dann einfach nur sagen, kopier und start, geh sterben. Beantwortet das? Ja, ja, okay. Danke. Ich hätte noch eine Frage. Du hast ja vorher die Rolle gezeigt, wo du Ansible updatest. Mhm. Startest du dann das Playbook dann nochmal neu? Oder hast du da ein Handling drin, dass Ansible sich ja mehr oder weniger selbst killt beim Updaten? Sowohl als auch. Also es kommt drauf an. Es gibt einige Rollen, die sind direkt aneinander gekoppelt. Wenn ich das Update Ansible ausführe und auf alle VMs nochmal connecten muss nach der Installation, dann macht er mir auch gleich das Exercise Deployment und so weiter mit. Das wiederum hängt alles direkt an der Activation von der VM, aber halt diese zwei Schritte sind dediziert getrennt, weil ich halt sage, ich würde gerne irgendwie vorher gemütlich im Büro den Kram createn, runterfahren, in den Kofferraum packen und am Schulungsort dann sagen, fahr mir die hoch. Und der Hypervisor ist halt eine Rolle, die muss ich eigentlich nur einmal am Anfang ausführen, weil der macht die ganz, der legt die Netze an und so weiter, installiert ein Libvirt, legt die irgendwie passenden Verzeichnisse an und so weiter, macht die Kernel-Optimierung und solche Dinge, setzt den Scheduler, setzt den Aprox auf. Die brauche ich nur einmal, so, die kann ich so lassen, wenn ich nicht groß was ändere. Und die Destroy und Cleanup sind halt einfach getrennt, weil vielleicht möchte ich die VMs entsorgen, aber halte morgen die gleiche Schulung nochmal. Da muss ich nicht den ganzen Hypervisor Cleanup durchlaufen lassen. Also manche sind gekoppelt, manche sind absichtlich getrennt, weil ich nicht den Use Case habe, sie nicht manuell aufrufen zu wollen. Sasa, Fragen? Was sagt denn die Uhr? 10 Minuten hätten wir noch. Könnt ihr das Mikro kurz hier nach hier vorne? Hallo, hört man mich? Ja, ich würde nur eine Anmerkung machen zu dem Kernel-Same-Page-Merging. Das ist sehr praktisch und in dem Umfeld ist es eigentlich egal, aber das ermöglicht Side-Channel-Attacken. Das heißt, das will man nicht auf Systemen, wo sich die Parteien wirklich was Böses gegeneinander wollen, einsetzen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Wie gesagt, das ist ein deppensicheres Setup und kein wasserdichtes und auch das ist so, da sollte man wissen, was man tut. Wenn man es nicht für Schulungen einsetzt. Bitte nochmal. Ob man es zum Installieren ein und zum Betrieb wieder kann ausschalten ich? Kann. Was meinst du in dem Kontext mit ausschalten? Naja, das Thema ist war gerade Side-Channel-Attacken. Du beziehst dich direkt auf das Kernel-Same-Purge-Merging. Ich habe kann man es, das S nicht gemappt, okay. Ja, kann man, weil es gibt einfach einen Service, der das macht. Das ist der KSMD oder KSMTuned. Da sage ich halt irgendwie in der Config ab 50%, 60%, 30% RAM-Auslastung, fang damit an. Ich kann zum einen natürlich die Config irgendwie bearbeiten, dass irgendwie sagst, fang nie damit an. Oder ich führe halt irgendwie ein SystemCTL KSMTuned Mask Disable oder wie auch immer aus. Also das ist tatsächlich relativ einfach. Das heißt, ich kann mir den Speed abholen, wenn ich im Labor sitze und installieren muss und es danach ausmachen und habe einen etwas sichereren Betrieb. Ja. Problemlos, ja. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt sonst, dann danke ich euch für euer Kommen und...